Josh, willkommen zu einem Video. Hier ist erstmal der neue Shop. Es gibt immer noch dieses Kaktus-Set hier. Finde ich auf jeden Fall mega nice. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr rechts unten im Shop bei Unterstützer einen Creator meinen Creator-Code eingeben würdet. ArianFN, dann annehmen. Dann steht er da rechts oben. Aber der wird immer nach 14 Tagen leider entfernt. Also ja, schaut immer nochmal nach, ob der rechts oben noch da steht, falls ihr mich eintragt. Und ja, dann spiele ich mal eine chillige Runde Solo. Los geht's. So, ich gehe mal hier direkt nach Pleasant Park. Oh ja, hier kommen auf jeden Fall ein paar mit. So, wie immer Hundehütte. Fuck, da ist schon jemand vor mir. Ach ja, der Headshot. Oh, da ist noch jemand. Was? Das war ein Hit? Was? Der No-Scope hat getroffen. Das war knapp. Aber ich habe noch ein Medikit und Minis. Also, wie ihr schon seht, ich spiele wieder normale Auflösung. 1920x1080. Davor habe ich ja Stretch gespielt. 1440x1080. Komm, geh weg. Nein. Digga, ich will ihn nicht töten. Aber der macht auch kein Emote. Ah, jetzt macht er einen Emote. Ich vertraue ihm aber nicht. Der soll weggehen. Alter, das ist nicht dein Ernst. Du bist so schlecht, Junge. Der ist direkt auch gequittet. Alter. Der hätte sogar die lilane Pump und hat mich trotzdem nicht bekommen. So, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Bei... warum ich kein Stretch mehr spiele, sondern normale Auflösung wieder. Ich habe ja auch so eine Umfrage auf YouTube gemacht. Und ich glaube, 77% haben für Stretched abgestimmt. Also wollten, dass ich Stretched spiele. Und dann habe ich auch Stretched gespielt für Videos. Aber jetzt hat Fortnite gestern angekündigt, dass Stretched in Turnieren verboten sein wird. Also in normalen Runden oder Kreativmodus oder was auch immer, halt, was keine Turniere sind, kann man noch Stretched spielen. Aber zum Beispiel jetzt in 2 Tagen ist ja dieses 500.000 $ Turnier. Und da habe ich mich jetzt auch schon dafür qualifiziert durch den Arena-Modus. Ja, das wird da halt verboten sein. Das ist ja klar, dass ich von Stretched nicht einfach plötzlich wieder normale Auflösung spielen kann. Als ich das erste Mal von Stretched wieder normale Auflösung gespielt habe, Alter, mir war schwindelig. Das war so komisch. Ich habe vor ein paar Stunden... Warte, hier ist ein Gegner? Oh mein Gott! Digga! Mich so erschreckt, Alter. Oh mein Gott. So, was nehme ich mit? Warte, hier ist noch eine Kiste. So, soll ich irgendwas mitnehmen? Oh, hier ist noch ein Medikit. Ich würde sagen, ich nehme das Medikit und dann rifte ich einfach mal. Alter, immer wenn ein Gegner kommt, vergesse ich, wo ich stehen geblieben bin. Also ich werde auf jeden Fall dann das Turnier am Wochenende spielen. Da ist der nächste Gegner. Und... ja, mal schauen, vielleicht werde ich nach dem Turnier wieder Stretch spielen. Aber jetzt werde ich mich erstmal mit der normalen Auflösung einspielen. Ist so low. Ach.
Ach ja. So, und warum leben nur noch 11 Gegner? Sollten jetzt nicht noch so 20, 30 leben? Und dann frage ich euch nochmal, was findet ihr besser? Stretch oder normale Auflösung? Ich würde es gerne nochmal von euch wissen. Alter, meine Ey, Mann. So, die Scar erstmal. Oh, nice. 10 Hängegleiter. So, ich geh jetzt erstmal in die Zone. Ah. Oh. Hä? Nein, der will mit mir teamen. Hä, was macht er das? Hä, was sind das für Gegner? Was macht er denn? Was will der von mir, hä? Ich hab ihn noch nicht mal angeschossen und schon hat er seine Waffen gedroppt. Tja, komm, nimm wieder deine Waffen. Und spiel einfach. Aber da vorne sind auf jeden Fall Gegner. Der wollte mich gerade snipen, den ich am Leben gelassen habe. Hey, wo hat er die Falle geplaced? Hä? Der hat doch gerade eine Falle geplaced. Wo? Ich werde mir den jetzt so holen. Du hättest nicht kommen dürfen. Alter, was hat der denn für einen Laser bekommen? Ich glaube, dieser Omega, den ich vorhin am Leben gelassen habe, lebt noch. Deshalb würde ich gerne den anderen holen und dem Omega den Sieg schenken. Ah, da vorne ist einer. Da ist so safe einer drin. Aber warum schießt mich keiner runter, hä? So, mal gucken. Ist das der Omega? Nee, ist es nicht. Das ist gerade nicht passiert, oder?
Naja, ist auch egal jetzt. Ich habe mich auch nicht wirklich aufs Gameplay konzentriert. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator Code Arianafan nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.